Meine Mutter hatte am linken Arm eine Thrombose. Als sie verhaftet wurde, war ich 5 Wochen alt. Sie musste mich also mitnehmen. Und alle paar Stunden war eine Vernehmung. Ja, und dann hat sie mich auf dem Arm gehabt, den anderen Arm in der Schlinge. Und dann wurde sie stundenlang vernommen. Wywarły na mnie dosyć duże wrażenie niektóre fakty z życia osób, z którymi dane nam było rozmawiać. Wiecie, my mieszkaliśmy na wsi, więc u nas to było inaczej. Natomiast taki główny ruch oporu był w dużych miastach. Zosia mieszkała wtedy w Gorzowie i po prostu podeszła do mnie w ubikacji. I zapytała się, czy mogłabym jej wozić paczki. Od razu się domyślałam, o co chodzi. Mówię, no musimy opracować metodę i nie ma problemu. I nauczyłam się, przez to, że byłam w grupie technicznej, obsługującej wywiady, nauczyłam się operować kamerą, nauczyłam się dużo więcej rzeczy, jeżeli chodzi o montaż. Für mich ist Geschichte vermitteln heißt auch immer, also es heißt nicht Faktenwissen vermitteln, sondern für mich ist dabei immer wichtig, dass wir eben zeigen, dass Geschichte immer aus sehr, sehr vielen verschiedenen Perspektiven betrachtet wird, dass Geschichte auch immer sehr, sehr viel Politisches hat und immer auch unsere Gegenwart beeinflusst. Jakiś esbek w ramce podpułkownika zapytał mnie w pewnym momencie tak, ma pani jakieś dzieci? Ja mówię, no mam córkę. A ile ma lat? So alle Frauen, die wir interviewt haben, kamen entweder aus Deutschland oder aus Polen und haben in unterschiedlichen Zeiten und Kontexten Widerstand geleistet. Ja mówię, no 10. Chodzi do szkoły, a wie pani, ruch na ulicy jest duży. Samochody jeżdżą. To było zdanie, które mi się śniło po nocach. Wichtig an dem Projekt finde ich, dass man nochmal Zeitzeugen trifft, weil wir werden vielleicht so mit die wenigen sein, die nochmal mit Zeitzeugen reden können, weil es ist ja eh schon länger her und leider sterben die dann nur noch, ja, sterben sie einfach ja, aus, sage ich jetzt mal. Da war ja jetzt die Frau Poppe nochmal ganz anderer Meinung, als ich auch erzogen wurde. Also den schlimmsten Fall, den ich erlebt habe, das war einer Freundin, die war Kinderärztin von Beruf und die hat man erstmal in ihrem beruflichen Umfeld diskreditiert, sodass sie ihren Beruf verloren hat. Sie hat sich sehr negativ gegen die DDR ausgesprochen, ja. Und mein Vater und meine Mutter, die waren sehr glücklich in der DDR. Die sagen auch, es war nicht alles richtig, was da passiert ist, klar, aber es gab keine Arbeitslosen. Jedes Kind hatte einen Kindergartenplatz und das ist jetzt einfach nicht mehr so. Und dann ist man in ihre Wohnung eingedrungen und hat einfach Dinge verstellt. Also man hat das rote Handtuch nach links gehängt und das weiße nach rechts. Und wenn sie in ihre Wohnung gekommen ist und sie war sehr ordentlich und plötzlich hat sie festgestellt, also ich habe doch heute Morgen das rote Handtuch rechts hingehängt und warum hängt das jetzt links? Das ist so, das klingt so banal, aber das kann Menschen unglaublich verunsichern. Ja? Da arbeite ich wirklich in mir, weil ich möchte auch nicht sagen, dass das Frau Poppe lügt, gar nicht. Ja. Sie sagt mit Sicherheit die Wahrheit und das, wie sie das empfunden hat. Und ich kenne halt auch viele Geschichten meiner Eltern. Wir sprechen auch über sowas sehr häufig. Wir haben ihr nicht geglaubt. Ja. Sie hat sich das Leben genommen. So, mit solchen Methoden hat die Staatssicherheit gearbeitet. Było to dla mnie kompletnie niezwykłe też dlatego, że jesteśmy, Polska jest teraz w takiej sytuacji, w jakiej jest. Też sama myślę o tym, w jaki sposób mogę się angażować na rzecz naszej demokracji, którą wywalczyły właśnie takie kobiety, jak na przykład pani Małgorzata czy jak pani Maria. Später war es dann so in den 80er Jahren, dass die Militarisierung der Kindergärten, Schulen so immer stärker wurden. Dass wir also zum Beispiel militärisches Spielzeug anschaffen mussten. Also es war, glaube ich, 60% normales Spielzeug, 40% militärisches Spielzeug. Z pewnością będzie to rozmowa z Klaudią Wegner, ponieważ
miałam okazję z nią sama porozmawiać i jest bardzo prawdziwą i szczerą osobą i szanuję ją za to i podziwiam, że sprzeciwiała się i miała swoje własne zdanie i nie szła jakby za wszystkimi. Und dann haben wir ein Happening gemacht mit den Kindern. Wir haben also eine Kollegin hatte ich, das war allerdings die Putzfrau und keine Pädagogin. Da haben wir gesagt, so, alle Panzer, alle Soldaten, wir schmeißen jetzt mal alles an die Wand. Und wer es zuerst kaputt kriegt, der kriegt einen Bonbon. Irgendwie so aus Spaß. Und die Kinder schmissen, wir haben gesagt, wir wollen Frieden, wir wollen keine Panzer. Peng, Panzer an die Wand. Alles war kaputt nach kurzer Zeit, was ja sicher pädagogisch nicht ganz richtig war. Ja się czuję super, ja się czuję jakby oczyszczona. Nie wiem jak to nazwać, to są niesamowite emocje, bo widzę, że tutaj była demokracja w takim najprostszym, najczystszym, najpiękniejszym, najbardziej ludzkim rozumieniu. Wir hätten alle das Potenzial und wir sollten es alle ausüben, weil es gibt auch diese große Gefahr, dass wir, wenn wir das nicht so trainieren jeden Tag, dass wir einfach nicht lebendig leben, sondern einfach nur irgendwie so eine Routine einfach mitmachen.